der Auffassung, dass dies auch ein sehr vielfältiger Bereich ist, aber das Allerwichtigste ist, dass man das, was man leisten kann, auch erbringt, dass man aber auch deutlich macht, dass das Vermitteln von Vertrauen, ich kann noch so gut in meinem Metier sein, in meiner Branche sein, es muss gegenüber meinem Partner, ob das der Kunde ist oder der Arbeitgeber ist oder ob das der Unternehmer gegenüber seinen Kunden ist, es muss immer deutlich gemacht werden, dass das, was an Leistung erbracht wird, auch so vermittelt wird, dass der Kunde in diese Leistung, in die Personen, die diese Leistung erbringen, letztlich Vertrauen haben kann. Ich bin überzeugt, das gilt für die Mehrzahl meiner Handwerkskolleginnen und Kollegen. Und damit sind wir auch auf einem guten Weg, weil wir anders übrigens auch im Wirtschaftsleben nicht bestehen könnten, wenn ich an die Preisunterschiede denke, wenn ich an beispielsweise in bestimmten Sektoren, ob das der Discounter ist, der anbietet. Das Handwerk muss das, was es teurer ist, zwangsläufig teurer sein muss, sei es durch den Personaleinsatz und ähnliches mehr, muss das Handwerk natürlich zwangsläufig auch besser sein. Und dieses Bessersein, das muss letztlich immer wieder bestätigt werden durch den Kunden.